Guten Abend und herzlich willkommen im kleinen Michel. Mein Name ist Helmut Röhrbein-Fioff. Ich bin seit Anfang des Jahres als Pastoralreferent hier tätig. Ich begrüße Sie herzlich zum vierten Abend in unserer Reihe geistlicher Vorträge, in der wir uns durch die Fastenzeit hindurch auf Ostern bewegen. Verheißung ist das Stichwort, das über dem heutigen Abend steht. Wir hören und bedenken heute zwei Texte aus dem Jesaja-Buch. Es handelt sich um die vierte und die fünfte Lesung der Osternacht. Da wir insgesamt sieben Lesungen in der Osternacht aus dem Alten Testament haben, aber nur sechs Wochen, sechs Donnerstage in der Fastenzeit, darum haben wir diese beiden Jesaja-Texte heute zusammengenommen. Sie werden uns ausgelegt von Pastorin Anne Gideon, die am Gottesdienstinstitut der Evangelisch-Lutherischen Kirche Norddeutschland arbeitet und unserer Kirche, diesem kleinen Michel, schon seit langem verbunden ist. Und gerahmt und begleitet auf dem E-Piano wird dieser Abend von Herrn Xaver Schröd. Beiden danke ich jetzt schon an dieser Stelle, dass sie sich hier für uns einbringen. Ich wünsche uns eine gute, eine fruchtbare geistliche Stunde. Sehr selten hier vorne. Ein-, zweimal durfte ich hier schon lesen. Einmal haben Walter Löwenstein und ich gemeinsam eine Trauung hier vollzogen. Und so manches Mal singe ich hier im Chor. Aber von hier oben tatsächlich zu sprechen, zu Ihnen, ist mir eine besondere Freude und ein Moment der besonderen Herausgehobenheit für diese Fastenzeit. Ich bedanke mich hier für die freundliche Aufnahme. Ich bin gerne gekommen und ich freue mich besonders, mit Xaver Schröd zusammen hier zu stehen, zu spielen, zu sprechen. Er ist Kirchenmusiker, evangelischer Kirchenmusiker, und insofern ist es heute unser kleiner ökumenischer Beitrag in dieser Fastenreihe. Jesaja. Der erste der beiden Lesungen, aber mein Vorredner hatte schon gesagt, es sind zwei. Der erste der beiden, aus der ein Ausschnitt, ist passenderweise auch nach der evangelischen Ordnung für den kommenden Sonntag Letare der Predigttext. Insofern ist es umso schöner, dass wir hier in christlicher Verbundenheit genau diesen Texten nachspüren. Ich werde sie beide lesen. Herr Schröd wird dazwischen spielen und danach aus beiden jeweils eine Passage vertiefen, nur damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Denn dein Schöpfer ist dein Gemahl, Herr der Heere ist sein Name. Der Heilige Israels ist dein Erlöser, Gott der ganzen Erde wird er genannt. Ja, der Herr hat dich gerufen als verlassene, bekümmerte Frau. Kann man denn die Frau verstoßen, die man in der Jugend geliebt hat, spricht dein Gott? Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, doch mit großem Erbarmen hole ich dich heim. Einen Augenblick nur verbarg ich vor dir mein Gesicht, in auffallendem Zorn. Aber mit ewiger Huld habe ich Erbarmen mit dir, spricht dein Erlöser, der Herr. Wie in den Tagen Noachs soll es für mich sein,
so wie ich damals schwor, dass die Flut Noachs die Erde nie mehr überschwemmen wird. So schwöre ich jetzt, dir nie mehr zu zürnen und dich nie mehr zu schelten. Auch wenn die Berge von ihrem Platz weichen und die Hügel zu wanken beginnen, meine Huld wird nie von dir weichen und der Bund meines Friedens nicht wanken, spricht der Herr, der Erbarmer hat mit dir. Du Ärmste, vom Sturm gepeitschte, die ohne Trost ist, sieh her. Ich selbst lege dir ein Fundament aus Malachit und Grundmauern aus Saphir. Aus Rubinen mache ich deine Zinnen, aus Beryl deine Tore und deine Mauern aus kostbaren Steinen. Alle deine Söhne werden Jünger des Herrn sein und groß ist der Friede deiner Söhne. Du wirst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du bist fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht mehr zu fürchten, du bist fern von Schrecken. Er kommt an dich nicht heran. Und der zweite Text, Jesaja 55. Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser. Auch wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch, ohne Bezahlung. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt? Und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich. Dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Neigt euer Ohr zu mir und kommt zu mir. Hört, dann werdet ihr leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, gemäß der beständigen Huld, die ich David erwies. Seht ihr, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. Völker, die du nicht kennst, wirst du rufen. Völker, die dich nicht kennen, eilen zu dir. Um des Herrn, deines Gottes, des heiligen Israel willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihn an, solange er nah ist. Der Ruchlose soll seinen Weg verlassen, der Frevler seine Pläne, er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm und zu unserem Gott, denn er ist groß im Verzeihen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie der Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Mitten in der Fastenzeit hören wir auf Ostertexte. Mitten in der Fastenzeit, ein Sonntag, der überschrieben ist mit Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich alle, die ihr sie liebt habt. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie mit einem Strom. Das ist der Psalmkehrvers für den Sonntag Litara. Wer schreibt
schreibt die beiden Texte, die eigentlich ineinander fließen? Wer schreibt den Text, den wir gerade gehört haben? Jesaja. Der Name bedeutet, Gott hat Heil geschaffen. Jesaja hat übrigens zwei Söhne, die ähnlich erzählerische Namen haben. Seine Söhne heißen Shear Yashuv, das bedeutet, ein Rest kehrt um. Und sein anderer Sohn heißt Maher Shalah Hashbash, schnelle Beute, rascher Raub. Versuche mir vorzustellen, wie im Hause Jesaja die Kinder gerufen werden. Das ist ein bisschen aufwendig. Also ein sprechender Name. Gott hat Heil geschaffen. Die Mutter dazu übrigens war Prophetin. Also, sowas kommt von sowas. Der Name Gott hat Heil geschaffen ist Programm für ein ganzes Prophetenbuch, das mehrere Jahrhunderte biblischer Glaubensgeschichte umspannt und auf Heil für die ganze Menschheit zielt, und zwar für die Menschheit als Teil von der Schöpfung, also wie Gott sie gedacht und auf die Welt gesetzt hat, aber auch als Teil von der Geschichte, in der sie leben und leben müssen. Die Botschaft ist wechselnd. Ich bin noch beim ganzen Buch. Sie ist friedenssprechend, wie wir es von anderen Propheten auch kennen. Menschen sollen keine Waffen benutzen, sondern auf Gott vertrauen. Sie sollen die Tora, die Gottesgesetze einhalten. Dieses Buch hat zugleich immer auch das Thema mündliche Worte, werden festgehalten, Sie haben es gehört, das Wort ist nicht leer, es kehrt zu mir zurück. Also wie können wir das Wort Gottes bewahren und tun? Ein zentrales Thema von Jesaja. Das Wort, das meinen Mund verlässt, kehrt nicht leer zurück, es bewirkt, was ich will. Es erreicht, wozu ich es ausgesandt habe. In der modernen Sprechakt-Theorie hieß sowas kausativer Sprechakt. Also eine Sache, indem man sie tut, vollzieht sie sich. Die Taufe. Indem man sagt, du bist getauft. Mit allen Zeichen drumherum, aber auch das Wort, vollzieht sich die Taufe. Ein kausativer Sprechakt. Ein Wort, das bewirkt, was es sagt. Immer wieder. Die klassische Forschung, vielleicht haben einige das schon gehört, unterscheidet in diesem riesigen Prophetenbuch von 60 Kapiteln zwischen Proto-Jesaja, Deutero-Jesaja, Trito-Jesaja, als gäbe es drei davon, die zu verschiedenen Zeiten der Geschichte Israels geschrieben haben sollen. Man ginge davon aus, der Prophet lebte so ungefähr am ausgehenden 8. Jahrhundert, also vor der Zeitrechnung, 740 bis 701 vor Christus. Er kommt aus Jerusalem. Außer den Familienverhältnissen, die ich schon angedeutet habe, weiß man wenig über ihn. Und lange ging man davon aus, dass er und so eine Schule um ihn herum diese ersten Jesaja geschrieben haben würden, 1 bis 39. Zu den Zeiten von den Königen in Jerusalem, Ahas und Hiskia. Zu dieser Zeit gab es eine starke Bedrohung, das spürt man in vielen der Texte. Die Assyrer drängten nach Juda und den Bauern drohte Ausbeutung und Verarmung. Und davor warnt er. Zugleich ist es historisch alles nicht ganz nachzuvollziehen. 701 wird Jerusalem errettet vor den assyrischen Königen, davon ist aber gar kein Teil. Und der spätere Teil setzt dann ein und auf einmal ist der Tempel zerstört. Das ist aber erst 586 passiert. Das heißt, es gibt dann große Teile des Jesaja-Buchs, die davon ausgehen, das Volk Israel lebt nicht mehr in Jerusalem. Der Tempel ist kaputt,
Sie sind im Exil. Sie müssen getröstet werden. Und dann ein dritter Teil, der noch später ist. Und davon ausgeht, dass das Volk langsam wieder zurückkehrt. Unsere Teile wären aus diesen Deuterungen, die Jesaja. Aber Sie spüren schon, ich bin ein bisschen skeptisch und schließe mich den Forschern an, die das auch sind, die eher sagen, diese klare Trennung zwischen diesen drei Jesaja-Büchern, wie die Bibelausgaben sie vorsehen, greifen vielleicht nicht so ganz. Auch innerhalb der ersten 39 Kapitel gibt es ganz unterschiedliche Stile, Töne, Schreibarten. Und vielleicht kann man eher davon ausgehen, es hat diesen Propheten Jesaja gegeben und andere haben in seinem Sinne fortgeschrieben durch die Zeit. Sie haben sich unter diesem Namen Gott wird Heil schaffen gesammelt und haben die Gedanken weitergedacht, getreu, von dem getreu, der die ersten Worte gesammelt hat. Eine Fortschreibung also. In diesem Sinne hören wir auch in den Versen heute Abend Jesaja, den Propheten, der sagt und mit seinem Namen verkörpert, Gott hat Heil geschaffen für die Welt. Sie haben die Texte ja bei sich und ich bitte Sie jetzt nochmal auf die Verse 7 bis 10 von dem ersten Teil 54 nochmal genauer zu gucken. Und falls Sie mich nicht sehr gut verstehen sollten, dem Beispiel der Kollegin zu folgen und sich möglicherweise dichter heranzusetzen, die Akustik in dieser Kirche ist ein. Nee, ich spreche. Und hinterher, man kann hinterher fragen. Also wer weiter nach vorne kommen mag, tun wir es jetzt. Herzliche Einladung. Ja? Und wer Dinge hat, die ihm auffallen oder die er gerne loswerden möchte, ganz am Schluss ist dazu gut gelegen. Nun also, noch einmal zu den Versen 7 bis 10. Ich habe sie vorhin gelesen. Die Anfang mit nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, doch mit großem Erbarmen hole ich dich heim. Wer spricht da eigentlich? Mitten des Buches Jesaja spricht an dieser Stelle doch ohne Zweifel Gott. Es ist eine Gottesrede. Gott redet. Gott ist der Sprecher. Und man braucht die Verse vorher, um zu verstehen, wer angeredet ist. Zion ist angeredet. Jerusalem, die Stadt, die zugleich immer steht symbolisch für das ganze Volk Israel. Gottes Volk, das von Gott geliebte Volk. Dies Volk ist hier angeredet von Gott direkt, wie ein Gegenüber. Zugleich wird die Stadt, das Volk, Jerusalem, angeredet als Frau. In ganz verschiedener Weise, sie wird angeredet als Witwe, als Ehefrau, als Unfruchtbare, als Zeltmacherin, steht alles in den Versen davor. In dem Text hier, in unserem Abschnitt, sind alle Anreden, also das, was bei uns steht, als dich, dich, dir, du, sind im Hebräischen feminin. Das ist unterschieden sozusagen. Bei uns kann man zwischen du und dir nicht unterscheiden, ob damit ein Mann oder eine Frau gemeint ist. Im Hebräischen kann man das schon. Und daraus geht ganz klar hervor, das ist eine Anrede an eine Frau. In der deutschen Übersetzung hört man das nicht und deswegen wird dieser Text zum Beispiel in Sonderheit dieser, auch wenn Vers 10, wenn Berge von ihrem Platz weichen und Hügel wanken, meine Huld wird mir von dir weichen. Das wird häufig als Spruch benutzt bei Taufen, evangelisch auch bei Trauungen, da heißt es mit Luther, wenn Berge wanken und Hügel weichen, wird meine Gnade nie von dir gehen. Es wird oft als auch Konfirmationsspruch, als Spruch benutzt. Und ganz selbstverständlich dann einfach erweitert auf den Einzelnen, in dem Fall auf den einzelnen Christenmenschen.
Das ist natürlich legitim, so wie es legitim ist, biblische Sätze als direkte Anrede zu verstehen, aber um dem Text in seiner Rohform, in seiner Urform näher zu kommen, ist es hilfreich, erstmal zu verstehen, dass es eine weibliche Ansprechpartnerin ist und dass diese Ansprechpartnerin als Stadt, als Frau für das Volk Israel steht und erstmal nur für das Volk Israel. In dieser Perspektive werden die Formulierungen konkret. Gott ist dein Erlöser, zum Beispiel. Spricht dein Erlöser, der Herr, in Vers 8, so nennt er sich nicht selbst, er nennt sich dein Erlöser. Das ist der gleiche Wortstamm, O-El, der gleiche Wortstamm wie im Buch Rut. Im Buch Rut löst ein Löser den Besitz der Witwe aus, der in fremde Hände gefallen ist. Dass du, also die Angeredete, die Frau, ist im Text präsent, aber es ist zugleich auch so eine Art Monolog. Fast wie ein Brief spricht dein Erlöser, der Herr, oder in 10 spricht der Herr, der Erbarmer hat mit dir. Als würde Gott eine Art innere Reflexion machen, seine Gedanken und Empfindungen in ihrer Widersprüchlichkeit. Es soll die Adressatin offenkundig erreichen, und zugleich ist es als Dächte erlernt. In Vers 8 und auch weiter hinten, nein, in Vers 8 und Vers 10, dieses Erbarmen, ne, in ewiger Huld habe ich Erbarmen mit dir, und in 10 spricht der Herr, der Erbarmen hat mit dir. Das heißt Rachamim im Hebräischen. Und ein englischer Forscher, das hat mich sehr überzeugt, übersetzt das mit Compassion, Mitleid, Compassion, Mitgefühl. Und wenn man das verbindet mit dem Gedanken, das ist wie eine Art Brief, dann könnte man sagen, dies spricht der Herr, der Erbarmen hat mit dir, hieße dann Gott, your compassionate one, der an dich mit Mitleid, mit Mitgefühl denkt. Das klingt an wie ein sehr verbindlicher Gruß. Man denkt, wie Briefe sonst enden. Jetzt nochmal Englisch gesagt, yours sincerely oder yours as ever. Also herzliche Grüße, viele Grüße. Da ist sowas wie, der sich deiner erbarmt, der sich dir zuwendet. Ein sehr zu Herzen gehender Gruß, eine sehr zu Herzen gehende Schlussformel für einen Brief. Gott hat Zion, Jerusalem verlassen. Das geht daraus hervor, aus der Vorgeschichte, sonst müsste er sich ja ihr nicht wieder zuwenden. Er hat sich ihr verlassen, hat sie verlassen. Und warum? Weil Zion, Jerusalem Gott untreu war. Aber erstaunlicherweise ist in unserer Passage von dieser Untreue überhaupt nicht mehr die Rede. Es gibt auch keine Wiederaufnahmebedingungen. Gott sagt nicht, wenn du nie wieder untreu wirst oder wenn du das und das von jetzt ab immer tust, dann werde ich mich zu dir wenden. Dann werde ich das tun. Ganz im Gegenteil, es ist eine Selbstverpflichtung von ihm. Ich werde das nie wieder tun. Ich werde dich, du Jerusalem, Stadtfrau, nie wieder verlassen. So spricht ein leidenschaftlicher, ein passionierter, ein compassionate Liebhaber. Darf man Gott so nennen? Darf man Gott in solche Bilder ziehen? Das Prophetenbuch tut es selbst. Wir haben es gesehen. Mit ganz menschlichen Metaphern. Rachamim war das Erbarmen. Wir gucken noch auf ein zweites Wort, was hier Huld heißt. In Vers 10 und die Hügel zu wanken beginnen und meine Huld wird nie von dir weichen. Bei Luther ist das Gnade. Meine Gnade wird nie von dir weichen. Chesed auf Hebräisch. Chesed. Das Wort fällt Gnade, Huld, verstellt einen Aspekt. Gnade und Huld, das setzt voraus, es gibt ein Oben
und ein Unten. Es gibt jemanden, der sich herunterneigt und begnadigt oder huldvoll vergibt. Chesed im Hebräischen geschieht, ist eher ein Wort, was Augenhöhe mit einzieht. Zu Chesed ist man zwar verpflichtet, aber nicht rechtlich, sondern im Bereich von Familie und Nachbarschaft. Es geht um das für das Miteinanderleben förderliche Maß an mehr. Dass man sich jemandem zuwendet, weil man ihm verbunden ist. Durchaus auf Wechselseitigkeit, aber nicht zwingend. Chesed heißt, ich bin dir verbunden, ich neige mich dir zu. Diese Chesed ist nicht pflichtgemäß, sondern eigentlich nur mit Liebe zu tun. Sie taucht auf beim Propheten Micha. Vielleicht kennen einige dieses. Es ist wie gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet, nichts anderes tun, als dies Recht und Güte und Treue lieben in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Diese Güte da, um die es geht. In Güte den Weg gehen mit deinem Gott. Das ist Chesed. Mitgehen. Mit sein. Das ist das mehr als das Geschuldete in wechselseitigen Beziehungen. Mehr sich zuzuwenden. Und um diese Dimension geht es hier in unseren Versen. Bei Rechem, dem Erbarmen, was wir auch schon hatten, der Gott der Erbarmung hat mit dir, der Compassion One, bei Erbarmen, gibt es noch einen anderen Punkt, der sprachlich wichtig ist. Und zwar der Bezug zum Leib. Erbarmen ist nichts, was im Kopf passiert. Der Sitz der Rechem, des Mitfühlens, des Erbarmens, sind im Hebräischen die Weichteile. Dies Erbarmen sitzt im Mutterschoß. Die Fähigkeit zum Erbarmen, zum Mitleiden hat da den Ort, wo einer selber verletzlich ist. An den weichsten Teilen des Körpers steckt Erbarmen. Und Gott signiert diesen Brief an seine Frau Stadt Jerusalem mit einer Unterschrift sozusagen, die bei seiner eigenen Verletzlichkeit angesiedelt ist. Dieser Gott ist kein Autoritätsprinzip, kein höherer Willen und höherer ethischer Maßstab, sondern er ist leibhaftig, emotional, in Person Gott. Und diese Briefsignatur, dieses Ressen, dieses Recht mit seinem Sitz im Leib, zeigt Gott leiblich und zumindest in Anteilen offenkundig auch weiblich. Zumindest in Jesajas Erzählung. Und zugleich inszeniert er Jesaja das Verhältnis von Gott und Jerusalem und Zion als eine Liebesgeschichte. Aber offenkundig ist die Rollenverteilung gar nicht so klar. Gott erweist sich eben nicht wie ein Mann, der seine verstoßene Frau herablässt und gegen Bedingungen gerade noch einmal aufnimmt, wie es dort durchaus üblich gewesen wäre. Sondern es geht um die Wiederaufnahme einer zärtlichen, wechselseitigen Beziehung auf Augenhöhe. Gott schwört, das nie wieder zu tun. Nie wieder. Und das schwört er beim Noah-Bund. Sie sehen das in Vers 9, wie in den Tagen Noahs soll es für mich sein, so wie ich damals schwor, dass die Flut Noahs die Erde nie mehr überschwemmt würde. In den jüdischen Leseordnungen, die haben es so wie die katholischen evangelischen auch sozusagen Leseordnungen, die zueinander gehören, dort gehört zu diesem Jesaja-Text der Text vom Noah-Bund. Aus dem ersten Buch Mose, die Geschichte von Noah und der großen Flut. Dort will in der Geschichte von Noah, will Gott mit Wut und Flut die Schöpfung vernichten, weil sie nicht so ist, wie sie sein sollte. Wir wissen, dass da ein paar Tiere und Menschen in die Arche und schwimmen davon und der Rest
wird vernichtet. Doch nach der Flut sagt Gott die Erhaltung der Welt zu und sagt, nicht weil der Mensch sich geändert hat, sondern weil Gott die Welt liebt und erhalten möchte, wird das nie wieder passieren. Und so eine Art nie wieder ist es hier auch. Damals hat Gott den Bogen in die Wolken gehängt und ihn zum Regenbogen gemacht, um sich bei seinem Anblick daran zu erinnern, dass sowas nie wieder passiert. Auch da ein ganz menschliches Bild, die Vorstellung von einem Gott, der sich irrt und der an etwas erinnert werden muss. Als wäre Gott einer, der etwas vergessen kann. Andererseits, wir denken in die Osterzeit und die Passionszeit ins Neue Testament. Warum braucht Jesus im Garten Gethsemane eigentlich den Psalm 22? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist nicht in Gott immer auch ein Element, das zweifelt, was schwach ist? Wir wissen das nicht. Ich glaube, es ist wichtig, da nicht zu sicher zu sein. Aber im Gott der Bibel steckt es selber drin. Im Alten und im Neuen Testament ist es uns mit überliefert. Die Geschichte von einem Gott, der sich irrt und etwas zurücknimmt. Und von einem Erlöser, der auf den Tod zugeht und trotzdem einen Moment der Schwäche hat, in dem er denkt, oh bitte nicht. Unser Text ist poetisch, fast psalmhaft von den Bergen und den Hügeln. Und mit Dion kommt Perschnikon und er schreibt ihn Gott und legt fest, das Exil hat nicht das letzte Wort. Das Leben geht weiter. Gott ist ein unverbrüchlicher Liebhaber. In meinem zweiten Teil möchte ich in den 55er, das 55er Kapitel schauen und möchte es verbinden mit einer Geschichte aus Chile. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn wie der Regen vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, wie er sie zum Keim und Sprossen bringt, so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Mein Mann und ich waren vor wenigen Wochen in Chile und haben eine Frau besucht, Schwester Caroline Meyer, die auch hier in Hamburg schon war, beim Hamburger Kirchentag. Sie hat hier mit uns und Pater Lichtenstein im Hof des kleinen Michel gesessen und ganz zünftig Kaltgetränke getrunken am Lagerfeuer, was hier vor der Kirche brannte. Kleine, taffe, zähe Ordensfrau, ursprünglich aus einem eichstättischen Dorf in Oberbayern, von dort zur Steyler Mission gegangen, um dort Schwester zu werden. Von dieser Mission eigentlich wollte sie unbedingt nach Asien, nach Indien oder China, wurde sie nach Chile geschickt, 1968. Und sollte dort innerhalb des Ordens, innerhalb der Mauern ihres Klosters arbeiten und merkte, das kann sie nicht, sie muss raus in die Armenviertel. Das wollte der Orden nicht und dann gab es einen kleinen Gehorsamskonflikt und den löste sie auf ihre Weise und ist dann nach Chile zurückgegangen, ist ihrer Kirche treu geblieben in ihrer Art. Und lebt und arbeitet dort seit 40 Jahren mit den Menschen in den Stadträndern von Santiago de Chile, aber auch in den Bergdörfern von Peru und Bolivien und entwickelt dort eine Kraft, die jeder, der sie mal erlebt hat, sich eigentlich sofort vorstellen kann. Sie hat die Eigenschaft, dass es um sie herum heller wird.
Wenn sie einen anguckt, gucken sie, als sähe sie die bessere Ausgabe von einem selbst. In Chile gibt es große Armut und besonders Drogen und Prostitution und Beschaffungskriminalität sind große Themen. Und in der Siedlung Recoleta, in der sie wohnt und seit 40 Jahren arbeitet, hat sie auch zu Zeiten der Militärdiktatur schon geschafft, eine Art soziale Arbeit aufzubauen, wie wir sie, glaube ich, hier in Hamburg uns kaum vorstellen können, weil sie so basal ist und so konkret. Und sie tut dies mit einer Beharrlichkeit, die auch vor der Präsidentin und dem Präsidenten nicht halt macht. Mit der Diktatur war sie im Gefängnis und wurde verhört und kam irgendwie immer wieder raus. Und mit dieser Kraft schafft sie es, dass mittlerweile 1600 junge Frauen eine Krankenpflegeschule absolviert haben. Das sind Frauen, die aus Familien kommen, wo die Vorstellung, dass eine Frau einen Beruf hat und dafür Geld bekommt, eine Familie ernährt, undenkbar ist. Das sind Frauen, die, wenn sie denn etwas anderes tun, als sich um Kinder kümmern, sich maximal prostituieren, aber dass sie ihre Arbeit ist undenkbar. Wir sind bei einer Zeugnisverleihung gewesen, wo 40 dieser Frauen ihr Abschlusszeugnis bekamen, nach 3 Jahren Ausbildung zur Krankenpflegeschule. Und das berührte dann nicht nur diese Frauen und dieser Stolz, sondern waren die Familien, die mit waren und mitbekamen, wie es ist, wenn ihre Mutter eine Auszeichnung und jetzt plötzlich Teil einer Gesellschaft ist, in der man angesehen wird, auf Augenhöhe, auf die nicht nachgeguckt wird. Diese Frauen arbeiten dann in der Stadt oder in einem etwas der Kolonien organisierten Gesundheitszentrum. Dieses Gesundheitszentrum, also auch 22.000 Menschen in diesem Stadtteil, umsonst. Wer sich dort registriert, kann dort umsonst zur Gesundheitsvorsorge gehen. Sie schafft jungen Männern, die sonst nichts weiter tun als stehlen und Drogen nehmen, Ausbildungsplätze im Kraftfahrzeugbereich. Und am eindeutigsten war für uns eine Geschichte von einem Mann, den wir dort selbst auch gesehen haben. Wir nennen ihn Ivan. Er war Mathematiklehrer und ist durch Drogen und Familienverbrechen auf die Straße gekommen und lebte auf allen Vieren. Er kroch auf allen Vieren durch die Straßen, ein Mensch. Und Caroline sah ihn, ging zurück in ihr Haus und holte einen Teller mit warmem Essen und Messer und Gabel und ging auf Ivan zu und sagte: Hallo Ivan, du bist ein Mensch. Menschen haben einen Namen. Menschen gehen auf den Füßen, Menschen essen mit Messer und Gabel und hier hast du zu essen. Und Ivan richtete sich auf, mühselig und aß. Und so ging das jeden Tag, über ein Jahr. Und wir sahen ihn am Ende des Jahres, wo er der Schwester sozusagen rapportierte und sagte: Heute habe ich nur eine Flasche Bier getrunken. Heute habe ich den Nachbarn von nebenan, dem Kind, bei den Hausaufgaben geholfen. Was ihr gelingt, ist, glaube ich, genau das. Sich nicht bestechen zu lassen davon, was schiefgegangen ist. Guckt die Menschen an, im Lichte des Gottes, der sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn das Wort, was aus meinem Mund kommt, das kommt zu euch. Und es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern ihr seid dahin aufgenommen in diesem Wort, in dieser Kraft. Und
ich sehe euch an mit meinem Bild von euch. Und darum seid ihr heil und geliebt und ganz. Herzlichen Dank an Gideon für die Auslegung dieser Jesaja-Texte und vor allem für die sehr bewegende Erzählung, die Sie aus Chile mitgebracht haben. Als ich den Namen hörte, erinnerte ich mich, dass ich diese Schwester Caroline Meyer zwar nie erlebt habe, aber vor fast 30 Jahren schon von ihr gehört habe. Und sie lebt immer noch und ist immer noch voller Energie. Danke an Sarah Schuld für die Musik. Ihnen allen wünschen wir einen guten Abend. Wenn Sie möchten, können Sie aber gerne noch zu einem Nachgespräch mit rüberkommen ins Gemeindehaus. Da setzen wir uns dann noch im kleinen Kreis zusammen und können ein paar Gedanken noch austauschen. Also alle, die noch etwas Zeit haben, kommen Sie gerne mit nach drüben. Und dann lade ich ein zum nächsten Donnerstag. Da geht es um einen selten gehörten Text aus dem Buch Baruch. Die Weisheit Gottes, die in Gestalt der Tora Wohnung nimmt mitten in Israel. Kommen Sie also gern wieder am nächsten Donnerstag.